Servus zurück, hallo Freunde, der NRW bei 18 hier. Und der ist einen kleinen Schritt weiter. Ja, und zwar, ich switche jetzt hier mal etwas schneller raus. Die Goal, mit der habe ich ja im letzten Teil schon fast gedacht, dass ich mich mit ihr ein wenig mehr beschäftigen müsste. Und genau das habe ich mal auch versucht. Jetzt bin ich hier wieder komplett falsch gegangen, aber das macht doch nichts. In die Spelunke. So, das wird jetzt ein etwas längeres Gespräch, aber es hilft wirklich. Wir haben jetzt hier mit der Goal, ich weiß jetzt nicht, was das denn ist, die Krawall-Goal, ich habe keine Ahnung. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Also, wie gesagt, es ist hier jetzt ein sehr langer Monolog mit allen drei Goals und legen wir los. Hier lungerst du also rum. Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Oh. Hattest du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. So schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Ach ja. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Kevin, ich bringe dich um. Ich bringe dich höchstpersönlich um. Oh. Freunde, das kann jetzt echt nicht wahr sein, ne? Deswegen schreibt er auch jedes einzelne Wort extra. Und er gibt noch was ein. Oh, Freunde, das tut mir jetzt leid, dass ihr das sehen müsst. Oh. Ja, ist gut. Schreibt eine Nachricht. So, jetzt ist gut. Ja, ja. So, warum auch immer. Ach so, ich habe noch das N gedrückt. Genau, das N ist bei mir gerade Start-Stopp mit der Aufnahme. Deswegen. Aber wo ist dann N drin? Hm, komisch. Bei N. Natürlich war auch eins drin. Ach, egal, Freunde. So, schreibt eine Nachricht. Oh, umso besser, ja. So, tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Komm doch bitte einfach mit. Nein. Und wenn ich hier verhungern muss? Können wir das nicht abkürzen? Wir wissen doch beide, dass du mir nicht ewig widerstehen kannst. Ich sagte nein. Und wenn du ein Gentleman wärst, wüsstest du, was das Wort bedeutet. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes nein nachschlagen. Okay, nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt hauptsächlich Schnabeltiere. Schnabeltiere? Hm, Schnabeltiere. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso? Was stimmt denn nicht mit Schnabeltieren? Vergiss es einfach. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich doch tatsächlich für kultiviert gehalten. Tja, ja, so kann man sich irren. Ich bestehe darauf, dich zum Essen einzuladen. Das hier ist einfach kein Ort für eine Lady. Oh, das Thema hatten wir doch bereits, oder?
Handelt es sich etwa wieder um dieses Schnabeltier-Restaurant? Ja, genau. Wieso? Ach, das wäre ja auch zu schön gewesen. Wieso? Was stimmt denn nicht mit Schnabeltieren? Vergiss es einfach. Für einen kurzen Augenblick habe ich dich doch tatsächlich für kultiviert gehalten. Tja. Warum die Wackler jetzt schon wieder da in der Sprachausgabe sind, ist mir auch ein Rätsel. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert, ich bin gebildet. Check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nahe, in Ordnung. Das ist schon manchmal wirklich eine kleine Mistkuh. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Ganz toll. Siehst du? Bozo findet mich auch lässig. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Der letzte Spruch muss aber noch sein. So, und jetzt benutzen wir die Datasetten. So eine hätte ich mal... Mit Goal und machen ihr... Genau, das ist die Krawall-Goal, die jetzt kommt. Zack. Oh. Ui. Die Windows-Sounds sind geil. Was zum... Alles in Ordnung? Ja, super. Ich nehme dasselbe nochmal. Ja. Und auf ins zweite Gespräch. Hä? Ach du, was willst du? Hier lungerst du also rum. Na und? Muss ich mich neuerdings bei dir abmelden? Ja, das wäre nicht übel. Träum weiter, Schlaffi. Ich weiß ja noch nicht einmal selbst, wie ich hier hingekommen bin. Aber wo ich schon mal da bin, kann ich genauso gut die Gegend erkunden. Und mit Gegend meine ich dieses Getränk hier. Spoll. Hey, das kannst du doch nicht machen. Keine Panik. Das geht heute alles auf Rufus. Aber das war mein Feuerzeugbenzin. So hat es auch geschmeckt. Ich nehme dasselbe nochmal. Also das ist wiederum geil. Du musst mit zu Doc kommen. Ich muss gar nichts. Aber es geht um deine Gesundheit. Keine Sorge, mir geht es hervorragend. Aber wenn du nicht mitkommst? Was dann? Bekomme ich blaue Flecken? Wird meine Schulter ausgerenkt? Bekomme ich Nasenbluten? Das vielleicht nicht, aber... Du aber, wenn du mich noch weiter so nervst. Nerv. Rufus. Was? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Provoziere niemals eine temperamentvolle Frau. Glaub mir, ich kannte da mal eine Frau, die... Halt du dich da raus! Ach, mach doch, was ihr wollt. Wo waren wir? Ich glaube, ich wollte dir gerade den Barhocker über die Rübe schlagen. Ach ja, prima. Dann weiter. Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Ist das so schön gewesen. Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Na und? Bei deiner Geburt auch? Aber hörst du mich meckern? Jetzt hör doch mal zu. Dein Implantat wurde beschädigt als... Schon langweilig. Bitte, Goal, du musst mitkommen. Zwing mich doch. Bin mal gespannt, wie du das anstellen willst, so ganz ohne Arme. Ich hab sehr wohl Arme. Ach, das sind Arme? Ich dachte, du hättest dich mit Spaghetti bekleckert. Präg sie dir gut ein. Du wirst sie nämlich kaum sehen können, wenn ich dir gleich den Hintern versohle. Rufus, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Wenn ich jedes Mal einen Slotty bekäme, wenn ich diesen Satz höre, dann könnte ich mir vielleicht endlich diese Kniescheibenprothese leisten, die ich angeblich so dringend brauche. Ich meine ja nur, man muss vorsichtig sein bei temperamentvollen Frauen. Oder die Stahlplatte für den Schädelbasisbruch.
Hörst du mir überhaupt zu? Oder diese Trommelfelltransplantation. Ich geb's auf. Komm doch bitte einfach mit. Nö, aber... Nö. Sturheit, dein Name sei Weib. Tja, ich hab dir ja gesagt, dass das so nicht geht. Wenn du meinen Rat hören willst. Nö. Aber... Nö. Was auch immer. Ja, Rufus ist konsequent, das muss man ihm lassen. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Du könntest das Lied vom Dummdeppen für mich singen. Ha, nichts einfacher als das. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Dummdepp. Hey, Moment mal. Oh Mann, ich werd nicht wieder. Ich sag doch, so geht das nicht. Aber du willst ja einfach nicht auf mich hören. Wenn ich dir zuhöre, singst du dann das Lied vom Dummdeppen für mich? Ich weiß nicht. Wie ging der Text doch gleich? Ganz einfach. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Depp, der Dummdepp. Mist. Zweimal ins Fettnäpfchen getreten. Wir müssen den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Keine Angst. Um den Organon kümmere ich mich schon noch. Ach ja? Und wie willst du das bitte anstellen? Ich trete ihn einfach in den Arsch, wenn sie mir in die Quere kommen. Verdammt! Warum bin ich nicht darauf gekommen? Wunderst du dich gar nicht, wie du hierher gekommen bist? Nicht wirklich. Du bist in der Nähe. Das reicht als Erklärung. Tja, ich bin immer für eine Überraschung gut. Du bist quasi das menschliche Äquivalent einer spontanen Selbstentzündung. Wow, danke. Verdammt, es kam zu nett rüber. Hey, Baby. Soll das eine Anmache werden? Gib dir keine Mühe, Schlaffi. Hatte ich auch nicht vor. Dich wickel ich doch im Schlaf um den Finger. Wenn du nicht aufpasst, wickel ich dir bald was im Schlaf um die Luftröhre. Siehst du? Ich hab noch nicht mal angefangen und schon hast du gemeinsame Bettfantasien. Oh. Du bist echt ziemlich lässig. Wir passen zusammen. Träum weiter, Schlaffi. Ja, das ist jetzt ein etwas längerer Monolog. Dein Mund sagt nein, aber deine Augen sagen ja. Willst du auch noch hören, was meine Faust sagt? Na, vielleicht erstmal nicht. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ja, verdammt. Ach ja, wahrscheinlich schon, ne? Ne? Schau mir in die Augen, Kleines. Wer ist hier klein, du Zwerg? Ach ja? Wen nennst du hier Zwerg, du Lulatsch? Ach ja? Wen nennst du hier Lulatsch, du Ratte? Ach ja? Wen nennst du hier Ratte, du... Hey, keinen Ärger in meiner Bar, verstanden? Das hätte fast ein Beleidigungsfechten werden können, à la Monkey Island-Style. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Im Augenblick kämpfe ich dagegen an, einzuschlafen, so müde wie deine Sprüche sind. Mhm. Sag Bescheid, wenn ich dich ins Bett bringen soll. Na, und wieder eine Niete. Versuch deinen Macho-Mist bei jemand anderem. Würde dich das eifersüchtig machen? Boah, Abgang, jetzt. Ich werde gleich diese ganzen Mitteilungen von Steam ausschalten. Du wirst schon noch weich werden. So weich wie deine Birne oder eher wie deine Arme? Wie beides zusammen, Baby. Oh. So, warte das hier. War... Ich bin gleich zurück. Keine Drohung, bitte. Das war die Goal. Die letzte nehmen wir auch noch mit, aber ich glaube, das brauche ich jetzt gar nicht, weil ich glaube, das, was ich haben wollte, habe ich schon. Aber ich versuche es trotzdem mal. Und das andere war die Lady Goal. Ah, okay. Jetzt kommt Baby Goal. Wenn er die Fernbedienung Richtung Goal gehalten hätte, hätte das mehr Sinn gemacht. Upsi, ich muss kurz eingenickt sein. Kein Problem. Zumindest solange du keinen direkten Hautkontakt mit der Theke hattest. Du bist lustig. So, also wir halten fest, mit der Lady Goal können wir, glaube ich, fast essen gehen. Hm? Oh, du bist es. Wie schön. Sie ist auf jeden Fall dazu bereit, mit uns essen zu gehen. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus... Ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. Das Schicksal der ganzen Welt steht auf dem Spiel. Ich dachte, wir retten die Welt von Elysium aus. Nein, man kann die Welt nicht vom Schreibtisch aus retten. Ich dachte auch mehr an einen Liegestuhl. Weißt du denn gar nichts über Widerstandskämpfe? Man muss erst viele kleine Funken sprühen, um ein Feuer zu entfachen. Nein, das geht schneller. Echt mal, Rufus. Und ich habe dich für einen Aktivisten gehalten. Wie Janosch. Bin ich ja auch. Am liebsten mag ich Freizeitaktivitäten. Kommst du jetzt endlich mit zu Doc? Aber Rufus,
Ich kann doch in so einer Situation nicht an mich selbst denken. So? Das Schicksal der ganzen... Ich dachte... Weißt du, man muss... Nein. Ich mal... Und ich hab... Wie Jan... Bin ich ja am liebsten... Wieso bekomme ich die nicht weg? Auch nicht schlecht. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Wir müssen uns dem Widerstand anschließen. Wie Janosch. Aber dann kommst du mit zu Doc. Na klar. Ein echter Widerstandskämpfer kommt überall hin mit. Hm. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Das ist so lieb von dir, Rufus. Aber ich habe gerade erst die Schokolinsen aufgegessen, die hier auf dem Tresen standen. Schokolinsen? Hier gibt's keine Schokolinsen. Und wo zum Teufel ist die Schüssel mit den Muttermalen, die ich mir abgepult habe? Die kann nicht weg sein. Sowas stiehlt doch niemand. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Oh ja. Ah ja. So, jetzt reden wir mal mit Bozo. Hallo, Bozo. Ah, Rufus. So, was liegt so an? Oh, eine ganze Menge. Was wolltest du vorhin sagen? Ging es um ein ganz spezielles Entermanöver? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Mal wieder. Ach, mach mir doch nichts vor. Ihr Piraten seid doch alle gleich. In jedem Hafen eine. Und ständig auf der Suche nach neuen Häfen, nicht wahr? In keinster Weise. Obwohl... Ha, wusste ich's doch. Meine Bambina wohnt hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich zählt. Wir waren nur 2 Tage zusammen und... Und sie hat dich abblitzen lassen. Und sie hat mir die ganze Zeit eine Pistole an den Kopf gehalten. Nö, das zählt schon. Na, wer könnte das wohl sein? Ich glaube, Krawallgol steht auf mich. Krawallgol? Ja, weil sie echt was drauf hat, verstehst du? Scheinbar ist ihr ganzes Temperament auf einer Datasette gelandet. Oh je, dann sei lieber vorsichtig. Glaub mir, ich kenne die Sorte Frau. Wenn man weiß, wie man mit ihnen umgehen muss, können sie ganz zahm und verspielt sein. Aber eine falsche Bewegung, ein falsches Wort und sie fahren ihre Krallen aus. Ich muss ihr jetzt aber keinen Kratzbaum kaufen, oder? Das Einzige, was hilft, sind die richtigen Worte. Bei meiner Bambina war es genau so. Ich musste nur den einen entscheidenden Satz sagen und zack, schon wurde aus dem Tiger ein zahmes Hauskätzchen. Warum seid ihr dann nicht mehr zusammen? Naja, ich wurde heiser und sie kam schneller an den Waffenschrank als ich zur Tür. Oh. Wie lauten denn diese mysteriösen Worte, mit denen man temperamentvolle Frauen bändigen kann? Vergiss es, Rufus. Diese Worte haben schon genug Schmerz verursacht. Aber mittlerweile muss die Wunde in deinem Herzen doch wieder verheilt sein. Es geht hier nicht nur um mein Herz, Rufus, sondern auch um mein Schultergelenk, ein Bein und den linken Lungenflügel. Ja, so sind die Frauen. Ich glaube, Baby Goal steht auf mich. Baby Goal? Ja, weil sie echt süß ist und so. Dummerweise ist sie auch sehr gutgläubig. Na, dann hast du doch freie Bahn. Geh zu ihr und sprich sie an. Och, ich weiß nicht. Bin so schüchtern. Ich glaube, Lady Goal steht auf mich. Lady Goal? Ja, sie ist echt vom Allerfeinsten. Eine richtige Klassefrau, so mit Stil und großen, Etiketten. Etikette? Ich werde sie mit meinen Gentleman-Manieren noch schwer beeindrucken. Meinst du nicht, dass du dir da vorher ein paar Tipps holen solltest? Sprich doch einfach mal mit Ziegall. Der wohnt in der Oberstadt. Wenn dir einer weiterhelfen kann, dann er. Ja, ich hoffe, ihr hört jetzt nicht den Krankenwagen, der hier durch die Gegend fährt, aber okay. Erzähl mir mehr von deiner Bambina. Tja, sie ist die temperamentvollste Frau, die ich kenne. Ihr gehört der Waffenladen in Klein-Venedig. Ein echtes Mordsweib. Auch wenn sie nie verurteilt wurde. Es ist schon eine Weile her, da habe ich mein Herz an sie verloren. Gott sei Dank hatte Doc noch ein Spenderherz auf Lager. Ah ja, naja, wie gesagt, wir wissen ja jetzt, wer es ist. Ich finde, du solltest deiner Bambina mal einen Besuch abstatten. Was? Nein, vergiss es. Ach komm schon, sie klingt echt scharf. Könnte dir die Kehle aufschneiden und würde. Bist du jetzt ein Pirat oder so ein Piro? Zum 100. Mal. Ich bin kein Pirat. Und ich habe auch kein Interesse, mich andauernd von dir in irgendwelche Abenteuer verstricken zu lassen. Ich mochte mein Leben, wie es war, bevor wir uns getroffen haben. Ruhe, Frieden, Gemächlichkeit. Kaperfahrten, Seeschlachten, Meutereien, Ermordung der Erstgeborenen. Sonntagsnachmittagsspaziergänge, Gartenausstellungen,
Brandschatzen, Kiel holen, Schatz suchen, Kreuzigungen. Na verdammt, Rufus. Nicht jeder der mag Konflikte. Und ich schon gar nicht. Magst du doch. Nein, mag ich nicht. Magst du doch. Nein und nochmals nein. Doch. Im Gegenteil, ich scheue Konflikte, ich... Okay, ich geb auf. Pah, wusste ich's doch. Du stehst immer noch auf sie, nicht wahr? Ich werde mal bei ihr vorbeischauen. Triff mich in Klein-Venedig vor dem Waffenladen, okay? Ich werde seelischen Beistand brauchen und medizinischen. Schon klar, du alter Haudegen. Also die Synchronisation von Rufus ist manchmal echt zum Schießen. Ja, ganz langsam und gemächlich bewegt sich Boso jetzt also zu seiner Geliebten. Ja, hier können wir leider nichts nehmen. Oh, eher da hinten. Ja, zu dem kommen wir wahrscheinlich irgendwann später. Ja, hier oben haben wir Galef, genau, und Skulliver und Alex, der Jukebox-Zwerg. Ja, also wie gesagt, in diesem Sinne, ein Teil mit Überlänge und nur gelabert, das kommt auch selten vor. Also Freunde, seid gespannt, wie es im Waffenladen dann gleich zur Sache geht. Bis dahin, NRW bei 18, adieu.